Ja, meine lieben Freunde, 7 Days to Die steht auf dem Programm. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich sitze hier ganz entspannt in meiner Base und dann ist mir einfach aufgefallen, es ist ja jetzt Hordenzeit. Tag 21, dritte Horde steht an und wir haben gar keine Base, Freunde. Ja, es ist schlecht, aber ich dachte mir, daraus machen wir einfach eine kleine Herausforderung. Und zwar werden wir uns einfach mal eine Base suchen, beziehungsweise ein Haus suchen. Wir düsen jetzt gleich in eine unbekannte Richtung, wo wir noch nicht waren. Und das erstbeste Haus, was wir sehen, das nehmen wir einfach als Hordenbase und gucken, dass wir dort überleben können. Ja, ich war auch etwas fleißig und habe meine Base etwas weitergebaut. Ihr seht es hier schon, ich habe hier einen Eingang schon, ja, ganz gut weiter ausbauen können. Und zwar dachte ich mir, dass wir hier quasi Scheiben einbauen, dass wir sehen können, wo was ist. Hier natürlich auch. Und letztendlich haben wir dann hier die Möglichkeit, uns zu verteidigen, falls Feinde kommen. Ja, einmal hier im Eingangsbereich, so wie hier direkt an der Flanke. Mal gucken, vielleicht ziehe ich hier auch nochmal ein paar Gitterchen rein, dass man da besser schießen kann. Hier ist es ähnlich gebaut. Ja, also sprich, wir können hier gut verteidigen. Und ja, an diesem Hang hier habe ich mich entschieden, quasi auch Gitterchen hinzumachen, dass wir eben hier die Möglichkeit haben, alles abzuwehren, was uns angreifen will. Und ja, hier eben genauso und hier dann eben auch genauso. Ich denke, das sieht auch optisch eigentlich ganz cool aus, fand ich. Das Tor muss ich nochmal gucken, was ich da mache, weil das ist irgendwie nicht so hundertprozentig das, was ich haben möchte. Mir fällt gerade ein, wie viel Benzin habe ich denn noch? Vielleicht sollte ich mal kurz so einen Schraubenschlüssel holen, falls uns unterwegs das Benzin ausgeht. Ja, wo habe ich den? Das ist jetzt eine große Frage. Hier haben wir auf jeden Fall den Schraubenschlüssel. Dann nehmen wir den auch gleich mit. Ich glaube, eine Knarre hatten wir noch nicht. So, wir laden mal die Waffen durch. Weil wir düsen natürlich direkt mit dem ganzen Equipment zur Base. Beziehungsweise auf der Suche nach einer Base. Ich nenne jetzt das Motorrad. Ah, da ist es. Ich wollte gerade sagen. Also ich finde auch von außen macht das einen ganz souveränen Eindruck, wenn wir da noch ein ordentliches Tor hinklatschen. Ja, und das dann alles erstmal irgendwann dann aus Stein ist, dann sieht das, glaube ich, richtig gut aus. Das Tor sieht ein bisschen komisch da aus, das ist nicht so optimal. Müssen wir einfach mal schauen. So, ich würde sagen, wir düsen mal los. Wir haben noch 3% Benzin. Müssen wir mal schauen, wo wir da dann am besten hindüsen. Ich würde sagen, irgendwo hier Richtung Norden. Irgendwas werden wir schon finden. Ist denn hier noch ein bisschen Benzin abzugreifen? Oder haben wir das hier schon alles? Nee, das haben wir alles. Das Benzin. Ach, hier haben wir nochmal 13. Ja, wirklich. Das ist schon. Das ist schon ganz bitter. 13 Benzin. Na? Das ist schon. Ja. Traurig. Am besten ist eigentlich, wenn ich auf der Straße bleiben würde. Wenn wir dann natürlich die Möglichkeit haben, auch Autos abzubauen. Das war's. Benzin ist aus, Freunde. Ah, wie gesagt, wir haben ja noch ein bisschen 13 Benzin haben wir ja gefunden. Jetzt hoffe ich natürlich nur, dass hier Benzin ist. Sonst haben wir, glaube ich, ein kleines Problem. Gibt es denn hier vielleicht irgendwas zum Abbauen? Ein Auto oder sowas? Auch nicht. Verdammt. Das wird jetzt natürlich problematisch werden. Am besten ist, wir düsen einfach hier auf der Straße weiter erstmal. Und wenn nicht, müssen wir wirklich laufen. Aber hier scheint auch eine Stadt oder sowas zu kommen. Ah ne, das ist okay. Ja, okay. Das können wir vergessen, Freunde.
müssen einfach mal schauen, dass wir irgendwo hinkommen. Auf verrücktes Haus, da fehlt die Hälfte der Wände. Ich weiß nicht, ob ich dahin laufen soll. Weil wenn da kein Auto steht, bin ich ganz schön geliefert. Aber vorne, glaube ich, kommt gleich eine Stadt, hoffe ich. Vorne sind auf jeden Fall einzelne Bauplätze schon zu sehen von Weitem. Hoffen wir einfach mal, dass da eine Stadt ist. Das sieht auch nach Stadt aus hier. Hervorragend. Dann wäre quasi die Qual der Wahl, welches Haus wir nehmen wollen. Das müssen wir natürlich erstmal reinigen, dann auch das Haus, ne? Weil hier waren wir noch gar nicht. Ja, aber das sehe ich jetzt nicht so als Problem. Ist ja die Frage, ob wir hier in so einer Vorstadt Bude fighten wollen oder irgendwas Cooles finden wollen. Ich denke, wir gucken mal, ob wir was Geileres finden. Hier, das sieht doch nice aus. Das ist einmal komplett eingezäunt, da kann ich mich auf den Balkon stellen. Ganz entspannt. Ja, wir müssen es halt nur erstmal reinigen, ne? Das ist halt... Dann machen wir jetzt erstmal schnell hier eine kleine Säuberung. Gibt's doch gar nicht. Übrigens habe ich auch eine stärkere und dickere Rüstung angezogen. Extra für die Hordennacht. Ich denke, das sollte passen. Gut, hier komme ich nicht rein. Wie komme ich denn hier rein, regulär? Hier wahrscheinlich. Los, geh da hoch. Geht doch. Nee, ich habe nichts zum Aufhauen. Sonst hätte ich gesagt, ich gehe direkt hier rein. Noch können wir uns die Munition aufheben, denke ich. Ich denke, wenn wir die ein bisschen sparen, ist nicht ganz verkehrt. Ich muss ja jetzt nur schauen, es ist schon 19.40 Uhr gleich. Dass wir bis 22 Uhr auf jeden Fall hier einiges gereinigt haben. Dass wir da nicht so ins Hintertreffen kommen. Aber gut, vielleicht finden wir auch noch was Nützliches für die Horde. Maschinengewehr oder sowas wäre natürlich nice. Aber ich denke, in so einem Haus kann man damit nicht hoffen. Matsch weg hier, Junge. Komm, ich habe keine Zeit. Macht euch weg hier. So, wo geht's weiter? Hier geht's weiter. Gut, einfach nur so eine Trennwand. Das Essen kann man ja mitnehmen, das vergammelt ja sonst nur. Gut, den Rest lassen wir. Da ist nichts, aber hier sind welche. Moin! So, ganz entspannt. Schade, ich dachte, dass da jetzt auch wirklich ein Safe noch hinter ist, aber... Ah ja. Bisschen Medizin. Auch immer nicht verkehrt. Und dann müssen wir... Hier rüber. Komm, das schaffen wir noch, bevor die Horde kommt. Hier wäre auf jeden Fall scheinbar der Balkon. Von wo wir aus dann spielen können. Okay, hier müssen wir tatsächlich lang. Also hier können wir ganz entspannt stehen und dann... Gut, nach hinten ist es natürlich offen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Vor allem auch auf so viele Arten offen. Also wir haben ja hier die Scheibe und dann die Tür. Ah, weiß nicht, ob das so optimal ist. Ah, ich würde sagen, Freunde, nur die besten testen. Und deswegen gucken wir einfach mal, ob wir das so schaffen. Oh, hier ist die Tür auch auf. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall noch zumachen. Das Problem ist, ich habe jetzt auch nichts zum Bauen großartig dabei. Ich habe nämlich meine Steinaxt zum Aufwerten. Deswegen müssen wir jetzt hier wohl oder übel ein paar Holzblöcke mal fertigen. Machen wir mal 10 Holzblöcke.
mal hier schon gleich mal zwei hin. Oh. Zack. Wow, wo kommst du denn her? Ich habe jetzt gehört, aber nicht gefunden. Aber nicht gesehen. Dann dachte ich, vielleicht ist der Fridolinus doch draußen. Och nee. Das ist jetzt hier nicht... Och nee. Wo es jetzt noch so tief in den Keller geht. Dieses Satanistenhaus oder was das ist. Aber ist auch egal. Wir haben genug Munition dabei. Also die dritte Hordennacht sollten wir eigentlich irgendwie schaffen. Aber wie gesagt, man weiß ja nie, was noch kommt. Boah, 37 Pflastersteine. Wir können zwar nichts aufwerten, aber wir können auf jeden Fall zwei Pflastersteinblöcke auf jeden Fall bauen. Gut. Das brauche ich nicht. Verrottetes Fleisch. Ja, ein paar Pflastersteine wären noch cool. Warte mal, hier geht's ja auch. Hier oben ist doch noch so eine Working Stiff Kiste, meine ich, ne? So. Wenn man das dann schafft, da hochzukommen. Komm. Ah, Zement. Eieiei. Damit kann ich ja gar nichts anfangen. Der Zement hilft mir so nichts. Na gut, hier wird nichts sein. Es ist so ruhig, es ist 20 Uhr, es ist so ruhig. Als würde es gleich schon losgehen. Ach Leute, komm. Was wollt ihr von mir? Macht euch hier weg. Ja. Okay. Dann geht's wohl hier weiter. Dann geht's da wahrscheinlich runter in den Keller. Gehen wir doch gleich mal gucken. Wir bräuchten noch ein paar Pflastersteine. Wäre cool, wenn wir die hier finden können. Ah. Warte mal. Habe ich Steine? Nee, ne? Nee, natürlich nicht. Aber ich nehme den DM trotzdem mit, weil vielleicht finde ich ja noch Steine. Und dann kann ich mir noch mehr Pflastersteine herstellen, Freunde. So, hallo? Keiner da? Doch. Ich weiß gar nicht, ob ich die One hitte. Ja, wahrscheinlich. Ja gut, das müssen wir jetzt alles einfach mal so stehen lassen. Oh, jetzt kommen wir hier. Wow! Easy. Ganz entspannt. Man muss natürlich auch sagen, dass das Gewehr vielleicht ein bisschen overpowered ist einfach. Ist nun mal so. Egal was ich mache, ich darf nicht diesen Schalter betätigen, dass hier eine Tür aufgeht oder so ein Scheiß. Ey, dann bin ich wirklich A, sehr dumm und B, ja, am Arsch, ne? Komm, den Sweater machen wir weg. Vielleicht noch was Gutes für die Hordennacht rausreißen, aber ich denke, das wird jetzt so eher nix. Ich denke, hier wird es nichts mehr zu holen geben. Großartig, natürlich in der großen Kiste wird noch was sein. Die kloppen wir jetzt auch gleich zusammen noch auf. Mal gucken wir hier nochmal so, vielleicht in der Umgebung, ob wir da noch was Gutes finden. Oh, das wäre natürlich noch geil, ne? Wenn ich das hier noch irgendwo reinbauen könnte. Da ist es schon drin. Ich glaube, da kann ich es nicht reinmachen. Da ist kein Platz mehr. Da ist es schon drin. Gut, machen wir anders. Mach ich so. Kann ich hier in die AK... Ich das hier noch reinpacken? Was habe ich jetzt da fallen gelassen? Maiskolben. Aber jetzt nichts wichtig. Ah, doch, hier Munition. Noch mehr Munition. Okay, alles klar. So, einmal alles durchladen. Die werde ich schon mal im Vorfeld machen sollen.
Einmal alles komplett durchladen. Aber ich denke, so sind wir ganz gut aufgestellt, Freunde. Ich denke, so kann die Horde kommen. Ja, das Problem ist jetzt, ich habe gar nichts zum Aufhauen. Das macht so Pi mal Daumen. Oh, 650 Schaden. Und das hier? Macht weniger. Deutlich weniger. So, wir kloppen das schnell auf. Bis gleich, Freunde. So, Truhe ist auf, Freunde. Wir gucken rein. Heidewitzka. Da ist einiges drin, aber wir können eigentlich nicht alles aufheben. Müssen wir uns merken, dass wir hier auf jeden Fall noch eine Kiste haben, die wir uns noch später dann holen müssen. So. Zack, zack, zack. Hier mache ich zu. Ja, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir uns irgendwo platzieren, wo wir ganz gut aufgehoben sind. Man kann natürlich... warte mal. Wo war denn die Eingangstür? Die war da auch so kaputt, oder? Da hatten wir doch gar keine. Aber da haben wir die Dinger schon hingestellt, ne? Oh, ich glaube, ich werde hier so überrannt werden. Genau, hier habe ich das schon hingestellt. Hervorragend. Ich könnte natürlich vorsichtshalber hier diese Treppe einfach abbauen, weil ich glaube, dann dürften sie eigentlich auch nicht mehr hochkommen. Ich bin jetzt einfach mal so frech und baue hier die ganze Treppe ab. So, hervorragend. Jetzt können wir natürlich mal gucken, dass wir das hier hinbauen. Dass die hier gar nicht die Möglichkeit haben, hier so hochzukommen. Das Geländer müssen wir auf jeden Fall abreißen. Ja. Jetzt einfach noch mal was von denen hier drauf. Obwohl, ich kann ja eigentlich genug Holzkisten noch machen. Ich muss jetzt nur ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu sehr rumdrödel, dass nicht gleich hier schon die Hordezeit beginnt. Oh, ich denke, so sollte es passen. Wie kommen wir trotzdem zurück, ne? Hier ist auch zu, das ist gut. Hier war ich ja noch gar nicht. Lol. Alter. Okay. So. Okay. Jetzt müssen wir nochmal gucken, wo dieser blöde Balkon war. Ist das der hier schon? Nee. Doch, das ist der, Freunde. Hier chillen wir. Hier werden wir fighten. Und ich denke, wir machen einen Cut, damit wir dann die nächste Folge vollständig genießen können. In diesem Sinne, Freunde, macht's gut. Tschüss. Bis dann.